Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Ja, in der letzten Folge habe ich ja hier noch einen Bahnhof platziert. Und in dieser Folge müssen wir das Ganze miteinander verknüpfen, sodass wir hier danach auch ein richtig funktionierendes Netzwerk haben. Denn ich habe beschlossen, dass dieser Bahnhof dann auch hier noch reinführt und hier sozusagen noch so ein Shortcut ist für eine S-Bahn. Und der hier fährt und danach vielleicht hier sogar noch eine S-Bahn-Station von hier nach hier fährt. Hier noch so eine Strecke fährt. Dass wir dann offiziell sagen können, wir haben jede Stadt eigentlich miteinander verbunden. Eine Strecke fehlt dann noch, die soll ja natürlich von hier abgehen und dann hier rüberfahren, die annehmen. Aber dann haben wir eigentlich fast alle außer Tübingen hier verbunden. Tübingen ist aber rein theoretisch verbunden per Schiff. So, aber nicht lang schnacken, Kopf in Nacken, wie man so schön sagt. Wir bauen erstmal hier das ganze Gedöns, indem wir hier erstmal die Scheiße abreißen. Ihr habt kein Recht hier durchzufahren. Ihr blockiert den Schienenverkehr. Ich glaube, ich habe gerade eine wichtige Verknüpfung abgerissen. Kann das sein? Fürstenau und Heldrungen ist nicht mehr verbunden. Ja, das regeln wir noch. Kein Stress. Erstmal muss aber mein Schienensystem hier gemacht werden. Und ihr wisst, Schienen haben Vorrang. Immer. Und für mich das Wichtige ist, ich will hier Erhöhung haben. Schaut beschissen aus, aber wir haben so viel Schienen hier, dass das schon wieder Sinn ergibt. Bis hier vorne werden die Schienen einzeln geführt. So. Hier soll... Okay, das schaut wieder aus. Nein. So. Ich will trotzdem jederzeit eine Möglichkeit geben, dass du wechseln kannst, ne? Ich hätte gerne mit so ein bisschen 60 km/h aufgefahren. So, und schon haben wir den neuen Bahnhof. Den wir hier brauchen. Den ziehen wir noch ein bisschen gerade hier. Und wenn, dann brauchen wir moderne Brücken, mein Freund. Weil jetzt sagen wir, okay, jetzt haben wir alles verkabelt. Da sollte spätestens jede Station verkabelt miteinander sein. Bedeutet, hier gehen wir jetzt auf Brücken. Zack. Das Lustige wird ja, dass hier sozusagen sich jetzt dann zwei Schienen treffen miteinander. Da wird dann so ein Exchange Point auch sein, dass du sozusagen hier wechseln kannst, weil der fährt jetzt hier so lang. Soll trotzdem bei 300 bleiben. Wir müssen uns auch was einfallen lassen. Ich will, dass das da weg ist. Trotzdem bleibt das hier bei 300. Ob wir eine Schiene drüber legen. Das müssen wir noch gucken, wie wir das am besten machen. So. Aber als erstes wird mal die wichtigen Schienen gelegt. Und dann kann der ganze andere Shit einfach umgeplant werden. So schaut es nämlich aus. Jetzt können wir ja nicht hier auch sagen, okay, weißt du was, hier erstmal die erste Schiene raus, hier aus dem Bahnhof. Wir müssen hier so anschließen, perfekt.
Schon ist das Thema angeschlossen. So, jetzt schauen wir uns mal die ganzen Kreuzungen an. Welche davon sind nötig und welche nicht? So, zum Beispiel können wir sagen, das hier ist total unnötig. Eine Kreuzung mehr, die nur Scheiße verursacht. Können wir das auch umplanen? Wo geht's denn dahin? Da geht's dahin. Dann sagen wir jetzt mal, okay, wir planen das mal hier auch raus. Die Schiene wechselt eh auf die andere Seite. So. Wir entfernen jetzt erstmal die ganzen alten Straßenteile. Aus einem ganz, ganz simplen Grund. So. Ich will alles vernichten. Lass mich. Come on. Erstens will ich hier meine Straßenwege weiterverwenden. Wir haben ja hier unsere schönen großen Landstraßen, vierspurig. Die führen wir hier fort. Ohne Tramgleise, Auto. Und die werden am besten natürlich auch unter so einer Brücke durchgeführt. So zum Beispiel. Und führen dann hier so lang. Und das ist einfach so natürlich, wenn man versucht, einen einfachen, simplen Weg sich zu nehmen. Und dazu verwenden wir jetzt zum Beispiel hier die alten Wege. Reißen die nochmal ein bisschen zurück. Da kannst du dann gerne anschließen. Aber hier hätte ich gerne noch, dass mein neues System überwiegt, weil das soll gerade drüber gehen. So, zack. Und jetzt gibt es dann hier nicht an der Hauptstraße so lang. Ich will hier mal so ein bisschen eine Bergstraße designen. Die wollen doch immer so coole Straßen haben, dann kriegen sie jetzt hier eine coole Straße. Das Beste ist, die führt jetzt hier auch noch außen lang. Bedeutet, wir können jetzt hier sagen, okay, tauchen. Kann ich entscheiden, welcher Tunnel ist oder was? Ja, so eine Art, ich kann sagen Tunnel oder nicht Tunnel. Dann gehen wir da unten durch. Sagen gerade bleiben bis hierhin. Danach würde ich... Alter, die Fliegen kopulieren schon wieder auf mir. Das glaubt ihr nicht. Dann, alter, Fliegen haut ab. So. Hier angeschlossen. Dann wird einfach die Originaltauschstraße so ausgeswappt. Hier gibt es auf einmal neue Anschlüsse und natürlich nutzen hoffentlich die Leute freiwillig und glücklich das neue Straßensystem, was eingeführt wird. Wenn man sich jetzt anguckt, es ist natürlich zack, zack, da. Hier wird jetzt auch noch eine Landstraße verwendet, um das Ding anzubinden. Und somit haben wir einige Brücken schon überwunden, die wir gar nicht bräuchten. Wir haben hier die einzige Überführung in dem ganzen System. Das andere führt unter der Brücke durch. Und ansonsten alles ist gut. So, jetzt kommen wir nochmal zu dem Schienensystem hier. So schön, dass ich finde, dass sich ein paar Schienen mal treffen, so zum Besprechen, was abgeht, will ich dieses Schienensystem nicht unbedingt so halten. Deswegen
kommt hier eine Brücke rein. Problem ist, wie scheint das da schon? Da ist es da nicht zu wenig hoch geht. Bedeutet, wir werden hier mal einen ganz coolen Trick anwenden. Schauen wir, ob das funktioniert. Ich sag, ich will hier nach unten. Okay, das muss ich früher machen. Bin mal gespannt, ob das so gut funktioniert, wie ich mir vorstelle. Ich will hier nach unten. Schon hier anfangen und dann hier weiter durchführen. Okay, da muss ich mal vielleicht ein bisschen das System hier noch abschneiden. Ich kriege das Ende noch nicht hin. Steigung zu groß. Holla die Waldfee, okay. Also ich hätte genau gerne diese Höhe gehalten. Für das Stückchen. Weil dann hätte diese Brücke ja rein theoretisch hier drüber führen können. Genau. Das wäre der Plan. Sagen wir mal hier so ein doppelschieniges Gleissystem. Muss ich es nur so weit wieder abreißen, damit ich weiß, wie ich das am besten da rauskriege. So, das ist jetzt kein Problem, das ist schon mal perfekt. Jetzt muss ich nur von da nach da noch rauskommen. Weil da so leicht bergauf geht, ist es jetzt sozusagen wahrscheinlich passiert. Dass die jetzt nicht so drüber happy sind. Bisschen drüber. Mal gucken, was für Brücken wir da. Das schaut cool aus. Das hat jetzt was. Aber schaut halt, es ist nicht mehr so rund wie davor. Das ist andere Brücken. Ah, Mann. Warte mal. Wir haben zum Glück viel Spielraum in dem Fall. Ich muss am Ende irgendwie so da drum kommen. Zu 100 sind noch eine gute Zahl. Wir nehmen wieder die letzte Brücke, die schaut cool aus in dem Fall. Und versuchen das wirklich nur auf den kürzesten Block zu machen. Man muss also abbiegen. Das können wir doch rein theoretisch hier verhindern, indem wir bis hier vorne keine Schiene setzen. Genau, perfekt. Das hat jetzt ein bisschen was. Und wenn ich jetzt hier rein theoretisch aufs Map-Tool gehe und hier so ein bisschen färbel.
Dann begrünen wir den ganzen Scheiß noch. Und keinem fällt es wirklich auf. Wir können natürlich jetzt hier sagen, okay, wir nehmen jetzt hier ein Werkzeuggröße, ein bisschen kleiner. Und sagen hier unten, hier gibt es keinen Sinn. Hier wurde jetzt Stein verwendet oder sowas. Stärke ist eigentlich auf 1. Das ist sozusagen hier so in den Feld geschlagen wurde. Jetzt schaut es nicht echt cool aus, irgendwie so auf eine gewisse Art, finde ich. Na gut, Leute, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir haben zwar viel jetzt rumgebastelt nur, aber wir haben, wie ich finde, eine richtig coole Schienenbrücke designt mit dem Ding hier. Und es macht auch ordentlich was her. Ein schönes Schienenbrückenmodell. Und ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst mich einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.